Es ist eine wunderbare Sache, ein großes Erlebnis, dass so viele junge Leute sich um das deutsch-französische Verhältnis, sich um Europa hier im Aachener Rathaus kümmern, diskutieren, das zu ihrer Sache machen. Ich bin begeistert. Die jungen Leute sagen immer, wenn Politiker, ältere Politiker über den Beginn der deutsch-französischen Freundschaft reden, hört auf mit diesen Geschichtssachen. Das ist unsere Zukunft. Lass wir über unsere Zukunft reden. Und am besten ist, wenn die jungen Leute selber über ihre Zukunft reden, wenn sie überlegen, was sie ändern wollen, was sie machen wollen und dann auch das deutlich machen, etwa im Wahlkampf, der ja im kommenden Jahr bei der Europawahl, bei der Wahl zum Europäischen Parlament, ja wieder sich mit europäischen, mit deutsch-französischen Themen auseinandersetzt, das alles einbringen und dann auch durchsetzen. Also wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich das so regeln. Natürlich, Deutsch muss man können, wenn man hier in Deutschland lebt. Englisch ist heute eine Zweitsprache, das ist selbstverständlich. Aber es wäre schon besser, wenn viele, mehr als wir das heute haben, auch noch Französisch nehmen. Heute sucht jeder das, was er gerne machen will, ob das Türkisch ist, diejenigen, die irgendeine Wurzel in der Türkei haben, ob das Spanisch ist, weil man das toll findet und meint, da hätte man mehr Menschen, die Spanisch sprechen auf der Welt. Die Franzosen sind unsere Nachbarn. Die Franzosen sind diejenigen, mit denen wir Europa bauen. Und es ist gut, dass möglichst viele Französisch sprechen. Deshalb wünsche ich mir, dass die Zahl nach oben geht. Aber es ist natürlich schon eine Sprache, in die man sich reinreden muss, weil die läuft nach einem anderen Rhythmus, die läuft nach einer anderen Grammatik als etwa Englisch. Und insofern ist das, wenn man es aber dann ein bisschen kann, dann ist sie eine Sprache mit einem ungeheuren Reichtum. Und insofern habe ich es nie bereut, dass ich Französisch gelernt habe.